Wie kannst du dich auch richtig erinnern, aus vier Spielen, 10 Tage ungefähr, sind es, glaube ich, wie sehr schlau das die Mannschaft und auch die selbst vielleicht? Es geht schon noch. Also, ich habe gesagt, es gibt immer, irgendwann kommt so eine Zeit, wo du in der Früh aufwachst, wo du dann nicht mehr genau weißt, wo du dann bist, weil du immer in fremden Betten schläfst im Endeffekt, was man nicht machen soll, ne? Vor allem nicht, wenn man verheiratet ist. Aber jetzt ist es noch nicht der Fall. Irgendwann ist mir schon passiert, dass ich gesagt habe, wo bin ich heute? Ne? Jetzt noch nicht bei uns, aber habe ich auch schon erlebt, wenn man wochenlang immer unterwegs ist und alle paar Tage wieder ins Hotel geht. In der Früh aufwachst, schaust dann und denkst, wo bin ich heute? Ja, aber so wie der Trapp, dass ich mein Haus untervermiet, mache ich jetzt nicht. Herr Fehl, was für Hamburger erwarten Sie denn? Kennen Sie wahrscheinlich das paar eigene Trainertätigkeit, neuer Trainer, neuer Job und die Spieler geben sich wahrscheinlich dann besonders gut am Anfang. Traurig ist es, aber meistens ist es so, ja. Ich meine, normalerweise müsste man ja dann, wenn das wirklich so wäre, dass sie immer im Endeffekt dann besondere Leistungen bringen, ja keine Jahresverträge mit Trainern mehr machen, sondern ja eigentlich Wochenverträge. Ne? Würde ja Sinn machen dann. Trainer haben wir ja genug. Aber es ist so, dass ich natürlich nicht weiß, wie er kommt. Ist klar, wie er die Mannschaft einstellt, wie er sie, das ist immer so, wenn du Mannschaft natürlich jetzt wochenlang beobachtest und kommt ein neuer Trainer, dann weißt du nicht, wie der spielt. Von daher kannst du dich auf den Gegner jetzt in der Form nicht so vorbereiten, wie es im Normalfall ist. Und es lag mir auch daran, dass keiner das weiß. Ich hörte von abgedunkelten Restaurantscheiben, damit auch keiner, auf keinen Fall irgendeiner irgendwas sehen kann von dem neuen System. Das heißt. Ja. Ja, andererseits, wissen Sie, ist es ja auch so, wir sagen immer, wir Trainer sagen immer, wir brauchen eine Zeit, um das dann reinzukriegen in der Mannschaft. Ja, wenn es so nicht so läuft, sagen wir, ja klar, kann noch nicht so laufen, weil wir brauchen ein paar Wochen, wir brauchen Monate, um das System reinzukriegen. Und plötzlich soll es dann so sein, dass man in 2 Tagen alles einstudiert, was dann plötzlich besser ist. Das ist ja mehr eine Art Psychologie, wie Sie gesagt haben, dass wenn ein neuer Trainer kommt, sich besonders jeder und wieder eine neue Chance hat, jeder. Aber dass man jetzt dann Dinge in 2 Tagen einstudiert, dann würde all dem widersprechen, was wir jahrelang von uns geben, inklusive mir. Haben Sie das auch schon gemacht mit diesem Fragebogen, mit diesem Kreuzreichtum? Den habe ich nicht gemacht. Den kenne ich gar nicht. Aber ich habe es auch schon mal gemacht, aber es ist schon, glaube ich, 19 Jahre oder 18 Jahre her. Wir kommen denn von Ihnen wieder zurück? Oder kommt jemand zurück wieder? Der Einzige ist Bastian, der zurückkommen kann, aber so nicht definitiv. Was ist mit den beiden anderen? Warum zögert sich das hinaus mit den beiden anderen, dass sie zurückkommen? Ja, weil das Verletzungen sind, die halt länger dauern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde aber die alten Verletzungen, also nichts Neues, doch es dauert einfach länger. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie die hätten verletzen sollen. Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Nee, das sind dann schon die alten. Da können Sie wieder lachen, das ist ja schön. Ich weiß nicht, gefragt, was für ein HSV wir wahrscheinlich erwarten, was für eine Eintracht können wir denn erwarten, weil ich sage mal, das eine ist natürlich viele Spiele, die vielleicht auch ein bisschen Kopf und Körper ein wenig anstrengen, aber das andere ist ja, sind ja die Erfolge, also die Gefühle in der Regel. Ja, hoffe ich doch. Ja. Also wir haben jetzt ja beide englische Woche gehabt, nicht wir allein, sondern der HSV ja auch. Wir haben halt vorher nur ein paar Spiele mehr gehabt, aber ich habe ja immer gesagt, ich bin ja selber dann auch ein bisschen gespannt, wie es dann eben so ist, wenn wir so viele Spiele haben. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, aber ich bin festen überzeugt, dass wir vor unserem eigenen Publikum, vor 50.000 Leuten morgen wieder, natürlich wieder an unsere Leistungsfähigkeit kommen, dass wir das schaffen. Aber genau kann ich es Ihnen jetzt nicht sagen, von der Aufstellung her, werde ich auch noch nichts sagen.
Weil ich es selber für mich noch gar nicht 100% entschieden habe, wie wir morgen spielen. Braucht eure Spione nicht wegschicken oder wer das auch ist, oder der Spieler oder die Ordner oder was weiß ich, weil die Bildzeitung hat ja meistens keine Ahnung, wie sie es machen. Aber ich mache halt taktisch jetzt nichts, dass die Mannschaft jetzt nicht weiß, was, wie wir dann spielen. Ja, ist ja oft so, ne? Nicht? Ist ein Zufall. Der Zufallsgenerator. Ja, ne, ist auch, ist ja schön. Das glaube ich Ihnen, wenn Sie es sagen. Ja, aber dann, wenn ich so geheim trainiert habe, sei es beide meistens richtig. Okay. Ja. Ja, glaube ich das auch. Ja, ist ja nichts Schlimmes, aber ist mir immer auffallen, gerade wenn wir dann mal geheim trainiert haben. Also machen wir ja meistens, aber dass wir gesagt haben, pass mal auf, dass oben niemand zuschaut oder dass niemand über den Zaun schaut, weil du kannst da hinten bei den, wo die Bahn vorbei fährt, da kannst du da hinstehen und kannst da reingucken. Ist ja eher Schwachsinn, wenn wir alles zusperren und wenn da einer steht, siehst du ja gar nicht. Ne? Gibt's ja genügend. Machen wir ja auch. Wir sagen, okay, kannst ja trotzdem versuchen, dass du was siehst, auch wenn es vermeintlich geheim ist. Aber wenn das ist nicht der Fall, dann ist ja gut. Ist ja albern eigentlich, ne? Sie können mit einer Überraschung rechnen. Meine Überraschung, wäre, wenn der Rosenthal morgen wieder zurückkommt oder der Meier, aber sonst alle, die im Kader stehen, können auch spielen. Also. So viele Überraschungen wird es nicht geben. Der Punkt. Das ist ja immer so, ich sage, man sieht dann Dinge plötzlich, ja, wenn das wirklich so wäre, dass es immer sofort komplett anders Spiel wäre, ja, dann verstehe ich die ganze Methodik nicht und was weiß ich alles, verstehe ich alles dann nicht. Ne? Also wissen Sie, wenn Sie mit der Mannschaft arbeiten, dann sollten Sie irgendwann, der kann ja innerhalb von 2 Tagen nicht seine Ideen da reinbringen, also wenn er das schafft, dann ist er für mich ein Zauberer. Unabhängig, ob es jetzt der Bert van Marwijk ist oder der Fee oder der Tuchel oder der Klopp. Also wenn ich 2-mal mit der Mannschaft trainiere, dann also kann ich nicht sagen, das ist meine Philosophie vom Fußball. Wenn das einer schafft, ja, Hut ab. Das wird auch teilweise einfach ja, übertrieben, sage ich. Der Nachteil ist, dass wir nicht wissen, wie sie kommen jetzt. Also ich bereite mich auf das Spiel vor, indem wir natürlich unsere Scouts rausschicken, indem wir Bildmaterial haben. Das ist für mich etwas, wo ich sage, boah, vielleicht stellt er jetzt den auf, weil er mehr auf den Typ steht oder mehr das Spiel will, der neue Trainer. Das ist dann für uns in der Vorbereitung schlecht. Aber dass das ein Riesenvorteil dann sein soll. Das eine ist nur, dass wir sagen, okay, jeder hat wieder eine Chance und da hast du psychologisch. Das kann man sagen. Klar, das ist, aber ansonsten eine Mannschaft was beizubringen, da brauchst du ja schon eine längere Zeit. So kenne ich das zumindest. Also ich kann mir jetzt vor, ich weiß noch, wie wir 2 angefangen haben in Leogang im Trainingslager. Also wenn wir dann weiter so gespielt hätten, wie wir da angefangen haben, ja, dann würden wir hier aussitzen, wahrscheinlich gegen Offenbach spielen oder was. Geht Ihnen der HSV noch nah, so letztlicher? Nee, gar nicht. Es hat sich das, ich möchte auch nichts groß mehr zu sagen, weil es ist ja jedes Wort zu viel, aber in der Zeit, ich habe ja was gesagt, in der Zeit, wo ich da war. Und da habe ich genügend gesagt und da habe ich mich dazu geäußert, dass man so nicht erfolgreich sein kann, wenn man solche Strukturen hat, aber sonst habe ich nichts mehr mit zu tun und da reden andere mittlerweile, das ist mit dem Fußball gar nichts zu tun haben. Die geben jeden Tag ihren Senf dazu ab. Sensationell. Und ich sage dazu nichts mehr, weil das geht mich auch wirklich nichts mehr an. Und ich sage immer, diejenigen, die verantwortlich sind, sollten dazu was sagen und die weg sind, sollten die Klappe halten. Ja, also ich sehe das immer ein bisschen anders. Normalerweise ist der HSV ein Club, der
aufgrund seines Etats schon vor uns stehen muss, also und zwar weit vor uns stehen muss. Und deshalb nehme ich da die Favonrolle in der Form gar nicht an, egal wo die jetzt stehen. Wir haben jetzt 6 Spieltage, wir haben jetzt 4 Punkte, wir haben 7 Punkte, aber deswegen sind wir nicht der große Favorit, weil so kann es ja auch nicht, so kann es ja auch nicht laufen. Aber wir sind natürlich, wir wollen natürlich, und das ist wichtig, eben unser Heimspiel gewinnen. Ja, wir haben jetzt 4 Spiele auswärts gehabt, haben 7 Punkte geholt, aber zu Hause haben wir noch keinen Punkt gemacht. Es wäre schon wichtig, sage ich mal, für die Tabelle, für die nächsten Wochen, wenn wir was holen. Das wissen wir schon, weil sonst bleiben wir da stecken, da unten. Also von daher ist es ein wichtiges Spiel für uns, unabhängig von was vom Gegner jetzt da kommt. Und der HSV hat normalerweise da unten nichts zu suchen. Die sind letztes Jahr knapp hinter uns gelandet und sehen sich ja selber da. Also das wird nicht einfach, klar, keine Frage. Aber unabhängig jetzt, das wäre mit Fink genauso schwer geworden. Also ich bemesse es dem nicht so einen großen Wert, dass jetzt ein neuer Trainer da ist. Die Mannschaft kann sicher mehr, als sie an Punkten hat, auch wenn sie es in den Spielen jetzt nicht unbedingt gezeigt haben. Aber gerade auswärts muss man sagen, hätten sie in Berlin nicht verlieren müssen, Schalke hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Und Dortmund haben es bis zum 60. Mal so 2-2 gestanden, so ist es ja nicht. Ne? Also, da sind wir schon gebannt. Wir lassen uns davon auch nicht blenden, was alles so chaotisch sein sollte, weil die Mannschaft, wenn es einen guten Tag hat, eine richtig gute Mannschaft sein kann. Ja, aber wir haben beide gespielt. Also Joselu hat zum Beispiel in Stuttgart gespielt und Lakic hat jetzt im letzten Spiel gegen Bochum gespielt. Da kann ich für die Frage nicht ganz nachvollziehen. Ja, aber ich beantrage beim DFB, wenn man es immer schon so sagt, dass man mehr spielen darf. Ja, doch, zu Recht. Ne? Ja, dann erübrigt sich die Frage, ja. Wenn Sie mir sagen, dass der Katlitz nicht spielen soll, anders spielen soll, dann... Nee, aber das ist doch die Frage. Sie wissen es doch genau. Wie soll ich denn jetzt, soll ich jetzt 3 Stürmer aufstellen? Oder? Die Spiele haben ja beide auch gespielt. Was ich damit sagen will, dass da keiner abgeschrieben ist. Und Lucky war ja eigentlich in der Mannschaft drin, hat sich ja reingearbeitet. Ja. Er hat ja wirklich dafür gekämpft. Und dann hatten die Verletzungen wieder aus dem Ding geworfen, wo er dann Wochen weg war. Ja, da musst du erst wieder reinkommen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich noch 20 Stürmer habe und ich kann allerdings nicht mit 3 Stürmern oder mit 2 Stürmern spiele ich ja auch nicht in der Form, sondern ich spiele ja normalerweise schon im 4-2-3-1. Ich bin froh, dass ich die Stürmer habe, dass ich da auch, wenn es mal der eine mal eine Pause braucht oder der andere gut drauf ist. Und das andere, das gibt es immer wieder, dass eben so Dinge dann passieren. Lagic hätte ja auch gegen Braunschweig gespielt, muss man sagen, von Anfang an. Der hätte angefangen. Ja, wie gesagt, sie haben am Spieltag dann im Endeffekt die Verletzung geholt. Aber der war jetzt auch gleich wieder da, muss sagen. Wie im Spiel habe, hat er mir gleich wieder, war er sofort aktiv. Also, okay.